Ein Haarschnitt, zwei Frisuren. Heute zeige ich euch zwei verschiedene Styles, wie ich meinen Crewcut style. Ja Leute, endlich geht's wieder um Haare und meine Haare werden langsam aber sicher länger und länger und reichen tatsächlich auch heute aus, um euch dieses Video zu drehen und euch zwei verschiedene Styles zu zeigen von meinem Crewcut. Und bleibt auch auf jeden Fall bis ganz zum Schluss dran, denn ganz zum Schluss ist eure Meinung gefragt. Ich bin sehr gespannt, welcher Style euch da draußen am ehesten zusagt. Bevor es mit dem Styling losgeht, kommen wir erstmal zur Haarpflege. Im Schritt Nummer 1 werden nämlich meine Haare als erstes Mal mit Shampoo und Conditioner gewaschen. Und nein, Leute, ich wasche meine Haare nicht tagtäglich mit Shampoo und Conditioner. Wie ich das ganz genau mache, habe ich bereits mehrmals erklärt und ich verlinke euch dazu auch ein passendes Video hier oben in den Infocards. Auf jeden Fall sind meine Haare erstmal frisch gewaschen mit unserem neuen Shampoo und unserem neuen Conditioner. Ja, Leute, mein Team und ich arbeiten gerade an einer neuen Edition, an einer neuen Formulierung unseres Shampoos und unseres Conditioners. Und Leute, ich kann euch jetzt schon mal sagen, die Samples sind hervorragend. Also dürft euch auf jeden Fall auf zwei megamäßige Produkte freuen, die ganz bald rauskommen. Im zweiten Schritt werden meine Haare dann ganz entspannt mit dem Handtuch trocken getupft, nicht trocken gerubbelt, sondern einfach nur ganz leicht trocken getupft, damit sie am Ende des Tages noch handtuchtrocken sind bzw. leicht feucht. Und so sehen meine Haare dann vor dem Styling aus, also nach der Wäsche, schön weich und eine gute Grundlage, um jetzt mit dem Styling zu beginnen. Jetzt geht's weiter im Schritt Nummer 3 mit dem Haarstyling und zwar style ich meine Haare mit dem Haarstyling-Produkt Da Wax von Da Dude. Warum habe ich mich für dieses Produkt entschieden? Weil ich einfach nicht möchte, dass meine Haare bei dem Crewcut irgendwie großartig abstehen und dieses Haarstyling-Produkt ist halt enorm klebrig und halt hat auch einen sehr, sehr guten Halt und deshalb nehme ich jetzt aktuell dieses Haarstyling-Produkt für das Styling des Crewcuts. Heißt, ich nehme eine ganz kleine Fingerspitze von dem Produkt und erhitze das Produkt erstmal ordentlich in meinen Händen. Und Leute, das ist gar nicht so einfach, weil das Produkt wirklich enorm klebrig ist. Deshalb würde ich euch dieses Produkt auch nur dann empfehlen, wenn ihr wirklich sehr kurze Haare habt. Auf jeden Fall verteile ich das Produkt in meinen Händen und dann halt dementsprechend in meinen Haaren. Und ich plätte im Prinzip mit der flachen Hand auch schon so ein bisschen meine Haare, weil ich, wie gesagt, nicht möchte, dass irgendwelche Haare am Ende des Tages abstehen. Und wichtig an dieser Stelle auch, dass ihr das Produkt überall in euren Haaren verteilt und nicht nur an einer Stelle, weil ansonsten kann das möglicherweise ein bisschen komisch aussehen. Im vierten Schritt nehme ich noch einen Kamm dazu und zwar einen feingezinkten Kamm. Und zwar von dem feingezinkten Kamm die feingezinkte Seite. Und mit dieser Seite kämme ich einfach meine Seiten so ein bisschen runter. Ja, ich habe aktuell zwar einen sehr kurzen Fade an den Seiten, aber aufgrund dessen, weil ich halt Locken habe, kann es einfach sein, dass die Seiten nicht ganz so sauber aussehen. Deshalb kämme ich die einfach nochmal mit diesem feingezinkten Kamm einfach nochmal so ein bisschen nach unten. Als auch mein Deckhaar. Mein Deckhaar kämme ich einfach auch nochmal ein bisschen nach vorne, weil ich beim ersten Look einfach so einen clean und schlichten Style haben möchte. Und dann hätten wir auch schon Look Nummer 1, ein cleaner, schlichter Crewcut Look, der auch schon ein bisschen, wenn man sich die Frisur anschaut, an den French Crop rankommt. So, und wenn wir jetzt den zweiten Look kreieren wollen, kommt einfach noch ein Schritt hinzu. Und zwar lockern wir einfach jetzt in einem fünften Schritt einfach unsere Haare mit den Fingerspitzen so ein bisschen auf. Ich ziehe dann so ein bisschen mit den an den Haaren, um einfach die Haare so ein bisschen aufzulockern und um das Ganze einfach so ein bisschen fluffiger zu machen. Und dann sieht das Ganze einfach schon ein bisschen entspannter aus. Und beim Vorher-Nachher-Ergebnis sieht man dann auch, dass die Seiten schön geordnet sind und oben es einfach ein bisschen lockerer aussieht, trotzdem immer noch alles gut geordnet ist. Also Leute, ein Haarschnitt, zwei Frisuren und jetzt schauen wir uns die beiden Nachher-Ergebnisse nochmal im Vergleich an. Also auf der einen Seite den richtig straighten Crewcut-Look und auf der anderen Seite einen etwas aufgelockerten Crewcut-Look, der aber trotzdem gut geordnet ist. Der Unterschied ist sicherlich klar erkennbar. Wenn man seine Haare jetzt noch ein bisschen mehr auflockert, wäre der Unterschied wahrscheinlich noch deutlicher erkennbar. Aber schreibt jetzt mal gerne in die Kommentare rein. Jetzt seid ihr nämlich dran, welchen Look ihr favorisieren würdet. Welchen Look findet ihr besser? Den straighten Look oder den etwas aufgelockerteren Look? Wenn ihr mich jetzt fragt, welchen Look ich favorisieren würde, ich kann es euch gar nicht ganz genau sagen. Ich war jetzt zum Beispiel vor kurzem auf dem 90. Geburtstag meiner Oma. Da habe ich natürlich den eher straighteren und cleaneren Look gewählt. Im Alltag finde ich den lockeren Look ein bisschen besser. Aber Leute, meine Meinung ist jetzt gar nicht gefragt, sondern eure Meinung. Schreibt in die Kommentare rein, welcher Look euch am besten gefällt. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Wünsche euch viel Spaß beim Haarstyling. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.